Beat Janz, die Katze ist aus dem Sack, sie wollen Bundesrat werden. Mit was für einem Gefühl steigen Sie in den Wahlkampf? Ja, ich freue mich drauf, ich muss ehrlich sagen. Ich habe mir sehr gut überlegt, es ist mir wirklich wichtig, das abzuwägen, auch aufzugeben, allenfalls, was ich jetzt habe, nämlich Regierungspräsident von unserem wunderbaren Kanton. Aber ich mache es mit Überzeugung und es ist auch gut, dass ich jetzt einmal sagen kann, ja, ich gehe. Weil ich kann Ihnen sagen, wenn ich in den letzten Wochen durch die Stadt gelaufen bin, dann haben mich sicher jeden Tag 20 Leute gefragt, machst du es oder machst du es nicht? Und die meisten haben gesagt, gang! Und von dem her ist es jetzt gut, dass es draußen ist. Gut, das heisst, der Rückhalt in der Bevölkerung ist definitiv um. Sie haben aber starke Konkurrenz, zum Beispiel der Daniel Josic aus Zürich, der Matthias Ebischer aus Bern. Was sind Ihre Stärken und was können Sie besser als die Konkurrenten? Also ich habe grossen Respekt auch von meinen Konkurrenten. Ich schätze die sehr, ich habe mit ihnen lang im Nationalrat zusammengearbeitet, sind tolle Leute. Aber ich glaube, was meine zusätzliche Qualifikation ist, ist, das ist wirklich einerseits die lange Parteierfahrung, wirklich als Parteipräsident Basel-Stadt, Grossrat, Nationalrat, wirklich eine lange Erfahrung. Einerseits und andererseits, ich glaube, das ist besonders wichtig, meine Exekutiverfahrung. Ich bin der Einzige, der kann sagen kann, dass er jetzt 2,5 Jahre schon Regierungserfahrung hat, dass er weiß, wie das funktioniert. Das ist etwas, wo man am Anfang ein bisschen schwimmt und muss reinkommen. Und wenn man es schon weiß, wenn man es schon mal gemacht hat, hat man einen grossen Vorteil. Und das ist, glaube ich, für das Land auch wichtig, dass es Leute hat, die jetzt hier gerade voll einsteigen können. Sie sind jetzt heute an der Medienkonferenz mit Politgrössen aus Basel-Stadt und Basel-Land auftreten. Ist das als Zeichen für die Regionswerte oder haben Sie in den anderen Kantonen noch keine Unterstützer? Nein, ich glaube, es ist klar, dass man da vor allem aus der Region die Unterstützung findet. Und ich bin wahnsinnig gerührt, wie die mich unterstützt haben. Ich meine, das ist ein Dreamteam mit der Anita Fetz, mit dem Erik Nussbaumer, mit der Sarah Wiss und der Präsidentin von der SP Basel-Stadt, der Lisa Mattis, finde ich ein grossartiges Team. Und was die mir alles über mich gesagt haben, das hat mich sehr berührt. Bleiben wir bei der Region Basel. Wie wollen Sie die Region Basel im Bundesrat unterstützen, weiterbringen? Ja, gell, das hat man natürlich im Herz. Oder? Das Basel, das hat mich geprägt. Das ist auch ein wunderschöner Fleck, wo ich immer wieder mitnehme. Aber am Schluss bin ich dann Bundesrat für die ganze Schweiz. Und ich kann nicht nur für Basel politisieren. Das ist, glaube ich, völlig klar. Aber ich freue mich auch, für die ganze Schweiz können da ziehen und immer ein bisschen mitzunehmen, was uns auch in Basel bewegt. Und das sind wichtige Sachen. Sie sind 10 Jahre Nationalrat gewesen, auch Vizepräsident von der SP Schweiz, jetzt seit 2,5 Jahren aber wieder in Basel als Regierungspräsident. Da hat sich das Personal auch wieder ein bisschen verändert in Bern. Es wird auch eine neue Bundesversammlung sein, die Sie wählen wird. Wie kompensieren Sie die Distanz zu Bern? Ja, ich werde mich sicher ab und zu jetzt auch zeigen mehr im Bundeshaus, aber vor allem, denke ich, wird es darum gehen, denn wenn die Hearings stattfinden, in den Fraktionen einen guten Auftritt zu haben. Das ist sowieso das Wichtigste. Und auf das werde ich mich gut vorbereiten. Wie wollen Sie dort glänzen, überzeugen? Ja, eben. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man authentisch bleibt, dass ich den Leuten den Beat Janz vorstelle und nicht irgendjemand, der irgendetwas will vormachen ihnen. Ich glaube, das ist immer das Allerwichtigste. Und vielleicht reicht das. Und sonst ist auch nicht schlimm, weil ich, wie gesagt, sehr gerne Regierungspräsident vom Kanton Basel-Stadt bin. Und wenn ich nicht Bundesrat werde, dann will ich das andere sehr gerne weitermachen. Thema Bundesratswahlen ist die Region Basel ein bisschen traumatisiert seit der überraschenden Niederlage von der Eva Herzog. Was lernen Sie aus dem? Ich glaube, man kann vor allem auch daraus lernen, dass man nie weiß, dass man wirklich nie sicher sein kann. Oder? Dass man bis zum letzten Moment sich einsetzen muss, sich zeigen und sich engagieren. Aber sonst, ich könnte also wirklich nicht sagen, was die Eva Herzog falsch gemacht hat. Sind fast alle überrascht gewesen, dass es am Schluss nicht gelangt hat. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke.